Also wenn ich es kurz zusammenfassen sollte, würde ich sagen, es kann jeden treffen. Man rechnet nicht damit. Man hält es wahrscheinlich auch erstmal für normal. Mir geht es eben kurzfristig schlecht. Wenn es aber länger anhält und es einem immer schlechter geht, dann sollte man wirklich versuchen, alles dran setzen, wenn man die Kraft hat, dass man sich helfen lässt. Entweder von einem Arzt oder wahrscheinlich erstmal von Familienmitgliedern oder Freunden, dass man eben irgendjemanden hat, der nicht aufgibt und einen nicht allein lässt damit. Auch wenn man allein sein will, vielleicht oder aller Wahrscheinlichkeit nach. Heute geht es mal um ein etwas ernsteres Thema, um Depressionen und woran man sie erkennt. In meiner Serie Ghostbox habe ich ja auch das Thema Depressionen behandelt und habe mich sehr damit beschäftigt und viel recherchiert. Und aber auch in meinem Freundeskreis, im Privaten, sind einige Freunde, die plötzlich unter Burnout leiden oder Depressionen, es geht ihnen nicht gut. Und da dachte ich mir, ich würde gerne mal einen Film dazu machen. Und Bernd Nieschalk, der bei Ghostbox die Taxizentrale gespielt hat, leidet seit 10 Jahren unter Depressionen. Und ich habe Bernd dann getroffen und ihn gefragt, ob er darüber sprechen möchte. Und dann haben wir ein Interview gemacht, in dem er zum allerersten Mal öffentlich über seine Krankheit spricht. Und das könnt ihr euch jetzt ansehen. Ja, mein Name ist Bernd Nieschalk. Ich habe schon immer eine künstlerische Ader gehabt und auch schon angefangen, mit 17 Jahren Sprechunterricht zu nehmen, weil meine Deutschlehrerin mich gehänselt hat wegen meines hessischen Dialekts. Und da mein Vater beim Hessischen Rundfunk war, hatte ich dann die Möglichkeit, eben Sprechunterricht zu nehmen und bin dann so in die Medienschiene reingerutscht über meine Sprecherzieherin auch und habe dann noch Schauspielunterricht genommen ein paar Jahre. Und dann ja, habe ich studiert Theater, Film und Medienwissenschaft und Kunst mit Schwerpunkt neue Medien und bin dann aber durch Zufall und über ein paar Ecken beim ZDF gelandet und habe da ein paar Jahre eine eigene Sendung moderiert. Und doch, es war ziemlich anstrengend, weil man halt immer freundlich und man war dann bekannt und musste dann immer sich entsprechend verhalten. Man konnte nicht traurig sein, man konnte immer nur das sein, was man eben als in der Rolle quasi auch verkörpert hat. Aber ich war ja in der Rolle ich selbst, also ich bin ja unter meinem originalen Namen da aufgetreten und deswegen musste ich eben auch privat immer so sein, was ich auch zum größten Teil ja war, aber manchmal kann man eben nach 12 Stunden drehen und so einfach nicht mehr und braucht dann Ruhe und muss ausspannen. Ja, und als das dann irgendwann mal zu Ende dann war beim ZDF, bin ich natürlich schon in ein Loch gefallen von, ja, was mache ich jetzt? Erstmal wieder gar nichts zu tun. Und mir war aber auch schon klar, dass das mit dem Berühmtsein und jeder kennt einen, dass das dann, das war mir auch nie so wichtig, zum Glück. Denn das geht auch dann wieder weg, auch zum Glück. Und dann habe ich eben wieder weitergemacht mit dem, was ich vorher schon gemacht habe, also mit Fotografie, Video und Sprechen. Und ja, das ist aber auch, selbstständig ist immer so ein bisschen problematisch, aber das weißt du ja auch, wie das ist. Man muss sich halt immer wieder durchkämpfen und selbst motivieren und irgendwann war das dann alles zu viel und da kam dann alles zusammen auf einen Haufen und dann bin ich ein bisschen eingebrochen. Das war gar nicht so einfach. Also ich muss sagen, es kam wahrscheinlich bei mir nach einem Burnout, weil ich sehr viel gearbeitet hatte und da auch unter großem Druck immer gestanden habe, dass ich mich einfach schlecht gefühlt habe, immer so vollkommen antriebslos gewesen bin und erstmal das halt eigentlich dachte, es ist ganz normal, es war einfach zu viel Arbeit und musst jetzt erstmal brauchst Zeit, um das wieder das zu regenerieren und so. Aber dann ist es halt nicht mehr weggegangen und ich habe mich immer schlecht gefühlt und auf nichts mehr Lust gehabt und irgendwann habe ich gedacht, da kann ich so weitergehen, zum Glück habe ich dann immerhin noch selbst entscheiden können, ich gehe jetzt mal zum Arzt und hole mir Hilfe oder lass mich zumindest mal checken. Und dann wurde eben dann diagnostiziert von einer guten Ärztin, dass es eine Depression oder zumindest eine depressive Störung oder Verstimmung ist und man es mal mit Medikamenten probieren könnte, zu regulieren und wieder in den Griff zu bekommen.
Ja, natürlich ist es erstmal so, man denkt immer, ach, das haben nur andere, die anderen Leute. Aber gut, in der Familie wusste ich von einer entfernten Verwandten, die hatte auch eine psychische Problematik. Und da, deswegen war das schon mal zumindest bei mir die Akzeptanz oder das Wissen, es kann quasi jeden treffen, auch wenn man nicht damit rechnet. Also es ist jetzt nicht so, dass ich unbedingt immer der traurigste Mensch bin. Also es ist halt immer so, wenn man dann allein ist und sitzt dann da und denkt über viel nach, dann steigert man sich da immer mehr rein. Und das kann halt jeden treffen. Also die Medikamente haben dann geholfen, das etwas abzumildern und mir wieder die Möglichkeit zu geben, auch das Leben dann zu genießen mehr. Ja, also es geht mir viel besser. Aber auch nicht, also es ist auch nicht immer so. Also es kann auch sein, dass man die Tabletten nach einem Jahr oder nach mehreren Jahren dann umstellen muss, weil die entweder nicht mehr wirken oder irgendwie anders wirken, als man denkt. Also es ist ganz wahrscheinlich, gewöhnt sich vielleicht der Körper dran oder so. Das weiß ich aber nicht. Also es kann auch sein, dass man halt sich selbst auch verändert und dann andere Medikamente vielleicht benötigt. Es kann auch sein, dass einen Tabletten dazu erst bringen, wenn man die falschen zum Beispiel nimmt. Also die Medikation festzustellen und festzulegen, das ist das Schwierigste für den Arzt. Also es gibt ja Unmengen an Medikamenten, die Gott weiß, wie verschieden im Gehirn da ansetzen und wirken. Und es kann auch durchaus sein, dass sich die Situation noch verschlechtert durch Medikamente. Also sie machen sich jetzt nicht so direkt bemerkbar, dass man sagen würde, hey, das ist wie eine Droge, ich werfe die Tabletten ein und schon bin ich super drauf. Es ist eher so, dass man natürlich auch anstrebt, dass es möglichst, dass man es eigentlich gar nicht merkt, dass man irgendwas genommen hat. Man fühlt sich einfach besser, normaler, aber das heißt jetzt nicht, dass man nie traurig oder schlecht gelaunt ist oder irgendwie auch mal schon ein bisschen so depressiv, wie manch einer wird vielleicht sagen, es ist depressiv. Für mich ist es halt dann einfach, mir geht es nicht so gut. Und das hat man natürlich auch mit den Tabletten. Also das werden die auch nicht wegmachen, das will ich auch, glaube ich, nicht, das will ja niemand. Auch die Ärzte sollten darauf achten. Ich habe jetzt gar nicht so genau nachgerechnet, aber es ist bestimmt jetzt schon bestimmt über 10 Jahre, ja. Nee, also die meisten haben ja auch immer zur Seite gestanden und haben versucht, das da Verständnis zu zeigen und mir zu helfen. Das fand ich auch ganz gut. Aber manchmal, wenn man halt wirklich dann da die depressive Phase hat, dann will man da auch niemand sehen. Also ich zumindest habe dann eher mich gar nicht mehr gemeldet. Und da hatte ich Glück, dass ich Freunde habe, die dann eben mich nicht aufgegeben haben und immer wieder versucht haben, zumindest dann mich aufzumuntern und wieder mal einzuladen und anzurufen. Es ist von Person zu Person verschieden und unterschiedlich. Also viele Leute können sich es erstmal selbst nicht eingestehen. Und wenn man betroffen ist, ist natürlich der Schritt, überhaupt zu einem Arzt zu gehen und sich helfen zu lassen, der allerschwerste. Das schafft man auch, wenn man wirklich in der schweren Depression ist, die ich jetzt so extrem zum Glück nicht hatte, dann ist es fast schon unmöglich, erstmal selbst sich Hilfe zu holen. Da braucht man Zeit. Also ich zumindest habe dann auch Zeit gebraucht, um mir das einzugestehen und dann Hilfe zu wollen. Aber es gibt wohl auch Menschen, die brauchen Hilfe von außen. Die muss man dann dazu bewegen, dass sie sich helfen lassen. Und das ist halt das Schwierige bei dieser Erkrankung. Dass man überhaupt die Einsicht oder überhaupt die Kraft zu finden, sich dann helfen zu lassen, den Schritt zu gehen. Ja, das hatte ich vor einiger Zeit beim sehr guten Freund, dem ging es schlecht. Er hatte irgendwie immer Bauchschmerzen und was weiß ich alles. Und er hatte also nie sagen können, ja, was er hat. Und auch die Ärzte im Krankenhaus ist er gewesen und durchgecheckt von oben bis unten. Und immer gedacht, ja, ich habe was Körperliches und so. Und habe ich dann gesagt, ja, vielleicht ist es ja, dass du was Seelisches hast oder irgendwie in der Psyche. Geh doch mal zu einem Psychologen oder Psychiater und lass dich da mal checken. Und manche Leute wissen es ja nicht mal, dass es da irgendwie Erkrankungen bei der Psyche oder bei der Seele gibt. Für die gibt es dann nur ja, Fieber, Bauchschmerzen und das muss das und das sein, dass da irgendwie der Kopf auch mit reinspielt, sind sich viele Leute nicht bewusst. Nee, noch nicht mal unbedingt als Krankheit. Das muss man nicht unbedingt als Krankheit verspüren. Man kann auch einfach denken, es ist normal, mir geht es schlecht, mir geht es immer noch schlecht, es wird nicht besser, mir geht es immer schlecht und alles ist Mist. Aber irgendwann habe ich dann gemerkt, nee, das kann ja nicht sein. Das müssten ja eigentlich, wenn das normal ist, müsste ja jeder so sein. Und das war ja nicht der Fall. Und deswegen habe ich gemerkt, nee, da stimmt was nicht und ich muss jetzt mal zum Arzt gehen, das checken lassen. Aber ich konnte es noch, weil es mir nicht so schlecht ging wie jetzt vielen anderen Patienten, die einfach die Kraft nicht haben, zum Arzt zu gehen.
Nee, also ich habe auch viele Ärzte im Bekannten- und Freundeskreis mittlerweile, weil ich ja auch noch Diabetes habe und so. Also das ist jetzt auch noch eine, spielt wohl auch noch mit da rein. Das kann ich nicht ganz ausschließen, weil das damals, als ich mit 13 Jahren in die Uniklinik gekommen bin mit dem Diabetes, das war eine ziemlich krasse, harte Erfahrung, weil die Station halt überbelegt gewesen ist und ich auf die Kinderkrebsstation gelegt worden bin, und das hat mich sehr, sehr, sehr mitgenommen. Und es gab damals auch nur, da kam mal so ein Psychologe vorbei, der so ein alter, grauer, grauhaariger, graubärtiger Mann, und hat gemeint, ja, ich bin der Psychologe, wenn irgendwas ist, dann meldest du dich. Und ich so, hä, was, Psychologe, komischer Typ, nie mehr gesehen. Und das hat natürlich auch, das hat mich bis vor einigen Jahren noch verfolgt immer, also diese Bilder. Und das hat wohl auch damit reingespielt, dass man dann irgendwie ein bisschen eher Depressionen bekommt vielleicht als andere Leute. Ja, das kann passieren, ja. Also wenn ich jetzt zum Beispiel wochenlang oder vielleicht sogar monatelang jetzt keinen Auftrag oder so hatte, dann fängt das schon mal an, dass ich dann wieder so abdrifte. Aber ich weiß auch, ich kann jetzt damit umgehen und weiß, es wird wieder besser. Und das ist natürlich auch der Vorteil von der Medikation, dass man damit leichter umgehen kann, dass es einen nicht so weghaut, dass man nur noch im Bett liegt und dann gar nichts mehr kann, weder essen, trinken noch mit Menschen kommunizieren und auch keine Hilfe akzeptieren. Das ist natürlich dann so ein, ja, gibt es fast gar keinen Ausweg. Man kann mich quasi für den kompletten Multimedia-Bereich buchen, also von Synchronsprechen, Offsprecher bis hin zu Anrufbeantworter, Warteschleifen, Hörspiele mag ich sehr und Hörbuch. Man kann mich auch als Videoproduzenten und Kameramann buchen und eben auch als Fotografen. Und in dem Bereich auch speziell mit Luftbildern, da arbeiten wir jetzt auch mit Drohnen wie jeder, aber meine Spezialität ist eben auch direkt aus dem Helikopter mit ausgebauten Türen dann draußen auf der Kufe mit Kameras dann professionell zu arbeiten. Also wir können natürlich auch dann da mit richtigen bürostabilisierten Filmkameras Filmaufnahmen machen und so. Vielen Dank, Bernd, dass du dieses Interview mit mir geführt hast. Ich glaube, das hilft bestimmt einigen Zuschauern, denen es vielleicht ähnlich geht, die nicht wissen, was mit ihnen los ist. Und wenn ihr einen guten Sprecher braucht oder gute Fotos oder Drohnenaufnahmen, dann kann ich euch nur empfehlen, geht mal auf die Webseite von Bernd Nischalk. Ich habe sie unten verlinkt. Dann könnt ihr ihn buchen, mit ihm telefonieren. Ich glaube, da wird er sich super freuen. Also das war's für heute. Ein etwas ernsteres Thema. Bis zum nächsten Mal und bleibt neugierig.